Rechner navigieren zwischen Leben und Tod. Maschinen durchleuchten unseren Körper bis in den letzten Winkel. Bilder, die zeigen, wie unser Organismus funktioniert, was ihn am Leben hält und was ihn krank macht. Bilder, herausgerechnet aus riesigen Datenmassen. Die aufregendste Vision: virtuelle Körpermodelle als Abbilder realer Patienten. Sie sollen Ärzten helfen, Krankheiten früher zu erkennen und heikle Operationen zu planen. Wir haben immer mehr Daten pro Patient und wir haben immer weniger Zeit. So werden Simulationsmodelle aus Rechnern zu Deutungshelfern für Ärzte. Wir sind in Genf, am Miralab der Universität. Dort treffen wir Elisabeth, eine ehemalige Profi-Ballerina am Grand Théâtre. Ein Laser vermisst ihren Körper. Im Computer entsteht ihr virtuelles Double. Die Forscher am Miralab haben Profitänzerinnen gescannt, um möglichst realistische Körpermodelle zu schaffen. Die Informatikprofessorin Nadia Manjena-Thalmann und ihr Team machen Gelenkschmerzen sichtbar. Nicht auf statischen Röntgenbildern, sondern in Bewegung. Profitänzerinnen wie Elisabeth schinden ihren Körper für die Kunst. Eine Tortur für die Gelenke. Und genau das interessiert die Forscher. Wir haben heute sehr viele allgemeine Modelle, also Modelle von irgendjemandem. Aber wir sehen nicht, was passiert, wenn sich Menschen bewegen. Aber wir wollen wissen, was passiert genau, wenn man Schmerzen beim Gehen hat. Woher kommt der Schmerz? Und was sieht man am Knorpel, dem Gewebe oder den Muskeln? Damit die Schmerzpunkte in einem virtuellen Körpermodell sichtbar werden, fängt das Team die Bewegung der Tänzerin ein. Per Motion Capture. Diese Bewegung wird dann auf ein Skelettmodell im Computer übertragen. Damit simuliert das Programm die Druckbelastung in bestimmten Gelenken der Tänzerin. Der individuelle Knochenbau ist zuvor schon als MRT-Scan eingelesen worden. So kann der Computer Patienten individuell zeigen, was im Gelenk passiert, wenn es wehtut. Eine Computerfigur, die nicht nur Hülle ist, sondern virtuelles Abbild einer realen Tänzerin. Exakt bis in die Anatomie. Einblicke in das Hüftgelenk einer Studienteilnehmerin. Bei bestimmten Bewegungen spürt sie einen Schmerz. Hier können wir ihn sehen, im Gelenk. Eine extreme Deformation hier in der roten Zone. Wir können zeigen, der Knorpel ist geschädigt. Auf einem Standbild könnte ein Arzt das womöglich so nicht sehen. Hinter solchen Simulationen steckt gewaltige Rechenpower. Bilder, die heute in Sekunden auftauchen, haben früher Stunden auf sich warten lassen. Die Professoren Ralf Kinscherf und Eberhard Weihe von der Universität Marburg demonstrieren virtuelle Autopsie. Ein faszinierendes Surfrevier. Ob Skelettdetails, erkranktes Lungengewebe oder Blutgefäße im Gehirn. Alles per Fingertipp verfügbar. Sekundenschnell, gestochen scharf in 3D. Wir sehen die normalen Gefäße, wir sehen hier aber auch sehr schön eine Gefäßaussackung, ein sogenanntes Aneurysma, das eine Quelle für spontan auftretende Blutungen sein kann, bei der Lebensgefahr besteht. Aber die wirkliche Herausforderung beginnt, wenn die Bilder nicht eindeutig sind. Oder wenn Krankheiten schon im Entstehen entdeckt werden sollen, etwa bei Brustkrebs. Es gibt mehrere Bildgebungsverfahren, um Tumorgewebe zu erkennen. Jede Technik hat Stärken und Schwächen. Die unterschiedlichen Bilder sind schwer vergleichbar. Ein Manko und Ärgernis zugleich. Denn Hightech-Bilder sollten auch mit Hightech ausgewertet werden. Daran arbeitet man in Bremen am Fraunhofer-Institut für bildgestützte Medizin MEVIS. Professor Hahn und sein Team setzen dabei auf ein virtuelles Brustmodell. Alle gängigen Gewebescans sollen in einem Halbkugel-Gittermodell vergleichbar werden. Die wesentliche Problematik ist, dass wir bei den unterschiedlichen Aufnahmen, Ultraschall, Magnetresonanz und Röntgenbild, das Gewebe in ganz unterschiedlicher Position vorfinden. Und diese verschiedenen Positionen werden in dem standardisierten Brustmodell korrigiert und zusammengeführt. Tumorgewebe erscheint damit stets an der gleichen Stelle. Gewebeveränderungen sind genauer lokalisierbar. Das Brustmodell
ein Baustein für künftige computergestützte Diagnosesysteme. Das ist nicht zuletzt auch ein wissensbasiertes System, weil wir aus Datenbanken lernen, welche Muster besonders relevant sind und welche medizinischen Entscheidungen daran möglicherweise richtig sind. Chirurgen bei einer Leber-OP. Die Leber ist ein zentrales Organ im menschlichen Körper. Sie entgiftet ihn und managt den Zucker- und Fettstoffwechsel. Ihr Ausfall ist fatal. Das stellt Chirurgen bei Tumoroperationen oft vor schwierige Entscheidungen. Wie viel Gewebe kann entfernt werden, ohne ein Absterben des Restorgans zu riskieren? Auch hier helfen virtuelle Simulationsmodelle. In Braun der Tumor. Sein Volumen 600 Milliliter, eine kritische Größe. Entfernt man ihn, bleibt ein riesiges Loch mitten im Organ. Aber am Computermodell der Patientenleber finden die Mediziner eine Schnittführung, die das Überleben des Organs noch ermöglicht. Derzeit bringen die Mewis-Experten ihre Technik per Tablet direkt an den OP-Tisch. Das Ziel? Geringere Blutverluste und kürzere OP-Zeiten. Erste Klinikerfahrungen in Japan zeigen, dass diese Erwartungen nicht überzogen sind. Heutzutage sind wir in der Lage, mit leistungsfähigen mathematischen Verfahren und biophysikalischen Modellen vorab zu simulieren, wie eine Therapie stattfinden wird, um damit Risiken und Behandlungserfolge abschätzen zu können. Eine Neuheit? Der Rechner simuliert eine minimalinvasive Tumor-OP an der Leber. Krebsgewebe soll thermisch zerstört werden. Ein diffiziler Eingriff, den Chirurgen jetzt Patienten individuell am Simulator vorbereiten können. Und die Ziele der Medizinmathematiker werden immer ambitionierter. Eine bunte Baumstruktur aus dem Computer. Sie simuliert den Blutfluss in einer Leber. Ein Projekt, das Professor Preußer und sein Team innerhalb des Netzwerks Virtuelle Leber vorantreiben. Darin arbeiten aktuell 70 Forschungsinstitute auf Initiative der Bundesregierung zusammen. Das Ziel? Ein ganzheitliches Funktionsmodell der menschlichen Leber. Wir können mit diesen Simulationen im Grunde genommen den Zusammenhang zwischen Blutfluss und Stoffwechsel ergründen und dann später auch Patienten individuell simulieren, um dann eine Vorhersage treffen zu können, wie eine Krankheit verlaufen wird, bevor sie sich zum Endstadium Leberkrebs entwickeln wird. Zurück in Genf am Miralab. Auch Nadia Manjena-Thalmann glaubt an die Zukunft virtueller Simulationsmodelle in der Medizin. Aber sie will über die Ebene der Organe hinaus. Sie wirbt für Ganzkörper-Avatare, die bis in die Gene genau sind. Die große Herausforderung sind Modelle über mehrere Ebenen. Von der Genetik über die Moleküle, die Zellen und die Organe, um alles zu erfassen. Die Organe allein reichen dafür nicht. Der virtuelle Patient als hyperkomplexes Supersimulationsmodell? Experten wie Professor Hahn in Bremen halten das noch für Science Fiction. Er wirbt für Ziele, die nicht erst in Jahrzehnten in Reichweite kommen. Wir sollten uns meiner Meinung nach darauf konzentrieren, konkrete Wissenslücken zu schließen und den Ärzten Hilfsmittel zu bieten, um ihre Entscheidungen besser zu treffen. Zum Beispiel, wie können wir sicherer operieren? Oder wie weit geht der Tumor? Das klingt etwas nüchtern, aber den Patienten wird es vermutlich helfen.